Und die Wurzel, weil es auch mit der Erde verbunden ist, also das ist unsere Erdung. Und diese Chakra wird auch geniert oder bekommt ihre Kraft, wenn wir barfuß auf der Erde gehen, mit ihr Kontakt haben. Und wenn die Chakra gut funktioniert, hat der Mensch dann solche Eigenschaften, wie sie die Erde hat, also Standhaftigkeit, Beständigkeit, Geduld. Und der Mensch hat auch physisch große Kräfte, also physisch sehr stabil an sich und kräftig und sehr stark, wenn diese Chakra stark ist. Der Bezug zu der weiblichen Energie des Universums, speziell über die Erde, was der Mensch in letzter Zeit auch eingebüßt und verloren hat, weil wir Gummisohlen haben und wir nicht geerdet sind. Und deshalb sind wir alle unruhig und irgendwie unstabil und sehr emotional dadurch, oder die Emotionen schwappen immer hin und her. Man ist nie so beständig, leider, aus diesen Gründen unter anderem auch. Man müsste das auch für sich während der Praktik einführen, vielleicht zu warmen Jahreszeiten. Manche Leute machen das auch, wenn es kalt ist, gehen in der Früh einmal raus, barfuß, und erden sich, zumindest für eine, zwei Minuten. Dann nehmen sie diese Energie oder gleichen ihr Energiepotenzial aus. Und dann geht es einem wirklich viel besser und man lebt viel gesünder, je mehr Kontakt man mit der Erde hat. Früher waren die Menschen deshalb auch so robust, waren wenig krank. Wenn man jetzt 200, 300 Jahre zurückblättert, waren die Körper von Menschen ganz, ganz andere. Also heute denke ich lieber in Europa und anderen Teilen der nördlichen Hemisphäre, wo die Leute in Großstädten leben, auf Asphalt laufen und mit Schuhen, gibt es keine gesunden Menschen mehr, wenn man das ehrlich dann aussagt.